Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Ich habe ja schon mit einer kleinen Let's Play-Reihe angefangen. Halt mit Generals auf meinem alten Kanal. Aber jetzt will ich mal halt Teil 3 spielen. Und wir würden... Also ich würde mal gleich ins nächste Gefecht... Ah ne, nicht Gefecht. Ich wollte ja die Kampagne spielen. Ups, mein Fehler. Kampagne fortsetzen. Ich habe gerade erst angefangen. Dementsprechend ist das noch die erste Mission. Jetzt halte ich die Klappe. Willkommen zurück, Commander. Die Gefahrenstufe heute ist niedrig. Der Zustand des Planeten verschlechtert sich. Die Tiberium-Kontamination hat kritischen Wert erreicht. In den roten Zonen ist wegen der Kontamination kein menschliches Leben möglich. Die gelben Zonen sind ebenfalls stark kontaminiert, beherbergen aber den Großteil der Bevölkerung. Nach jahrzehntelangen Kriegen und Unruhen sind diese Regionen im heillosen Chaos versunken. Die Bruderschaft von Nott operiert in diesen Regionen außerordentlich erfolgreich. Sie nutzt das Chaos, um neue Rekruten anzuwerben und tarnt so ihre militärische Infrastruktur. Notts Anführer ist ein charismatischer Mann, sein Name ist Kane. Kane hat das Tiberium für den Katalysator der nächsten Stufe der Evolution und ist fest entschlossen, es weiter zu verbreiten. In den letzten Jahren war die Bruderschaft allerdings verdächtig zurückhaltend und hat nur wenige Terroranschläge verübt. Der Rest der Erdoberfläche ist von der Tiberium-Kontamination nicht betroffen. Diese blauen Zonen gelten als letzte Zuflucht und Hoffnung der zivilisierten Welt und stehen unter dem Schutz der Global Defense Initiative. Sie haben nun das Kommando über die an der Ostküste der Vereinigten Staaten stationierten GDI-Truppen übernommen. Viel Glück, Commander. Dankeschön. Das Glück werden wir brauchen. Prolog. GDI-Oberkommando, Washington DC, blaue Zone, B2. Commander, General Jack Ranger, schön, dass Sie an Bord sind. Es sind interessante Zeiten angebrochen. Wie Sie vielleicht wissen, wurde das Gefahrenpotenzial von Nord auf niedrig zurückgestuft. Und seit Kanes Tod wird die Bruderschaft durch interne Machtkämpfe gelähmt. Es wurden 25% weniger Mitglieder rekrutiert und 4 Stützpunkte aufgelöst. Die Experten rechnen mit einer längeren Friedensphase, aber ich sage, es ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Seit 28 Jahren kämpfe ich gegen Nord und kann eines mit absoluter Sicherheit sagen. Solange es auf der Erde Tiberium gibt, ist Nord eine ernste Gefahr. Wenn unser Geheimdienst anderer Ansicht ist, dann nur, weil Nord uns in Sicherheit wiegen will. Deshalb schicke ich sie nach North Carolina. Die Sicherheitskräfte dort sollten nämlich gestern einen LKW kontrollieren, der eindeutig ein Nord-Fahrzeug war. Bevor er kontrolliert werden konnte, sprengte sich der Fahrer samt LKW in die Luft. Schnappen Sie sich ein paar Truppen und sehen Sie dort nach dem Rechten. Ich hoffe, dass ich mich irre und es ein falscher Alarm ist. Aber falls nicht, wäre es für Sie gefährlich. Das ist Lieutenant Sandra Telfair von Inops. Sie sagt Ihnen alles, was Sie wissen müssen. Lieutenant? Vielen Dank. Guten Tag, Commander. Guten Tag. Ich helfe Ihnen gern. Danke. Wir wissen bis jetzt Folgendes. Nach der Sache mit dem LKW haben wir die Gegend mit Sky Sentry durchleuchtet. Und bingo, wir stießen auf ein unterirdisches Energienetz. Mitten im Nirgendwo. Offensichtlich hat Nord etwas vor. Ihr Vorteil ist, dass wir dort eine alte Basis haben. Die müssen Sie aktivieren und die Gegend auskundschaften. Mein Vorschlag ist, greifen Sie den Feind nur im Notfall an. Keine Ahnung, was diese Spinner dort verstecken. Viel Glück, Commander. Ich bin immer erreichbar. Alles klar, weiß ich Bescheid. Nicht wundern, ich habe gerade noch genießt. Wird man bestimmt auf der Aufnahme leider gehört haben. Na egal. Legen wir das mal los und schauen, was uns hier erwartet. Commander, hier ist das GDI-Oberkommando. Ich bringe Sie über einige der Bodenoperationen auf den neuesten Stand. So, bestimmen Sie den Status der GDI-Vorpostens. Alles klar. Initialisiere Video ab. Commander, finden Sie schnell den alten GDI-Vorposten und räumen Sie Gerüchte aus dem Weg, dass Nordtruppen in der Nähe sind. Zielgebiet sichern! Empfange Nachricht. Dieser Vorposten wurde vor Jahren verlassen, als er seine strategische Bedeutung verlor. Sobald Sie ihn erreichen, wird er automatisch reaktiviert. Okay. Endlich mal ein bisschen Abwechslung. Erwarte Ihre Befehle, Commander. Sicht. Bewegung! Vorrücken! Initialisiere Video.
Sieht aus, als wäre Nod wirklich hier. Löschen Sie die Nod-Truppen aus, die unseren Vorposten besetzen. Anschließend nehmen wir den Vorposten von hier aus wieder in Betrieb und gewähren Ihnen Zugang. Alles klar, bin drin, Schätze. Geheimdienstdaten aktualisiert. Bodenunterstützung. Tiberium ist der einzige Rohstoff, den Sie brauchen. Haben Sie eine Raffinerie gebaut, nimmt Ihr Sammler automatisch die Arbeit auf. Das Wenn ist der Sammler. Oder das Feld abgeerntet, kehrt der Sammler zur Raffinerie zurück, um das Tiberium abzuladen. Alles klar. Geheimdienstdaten aktualisiert. So schwer ist das ja nicht. Infanterietrupp. So, was gibt's jetzt wieder für Geheimdienstdaten? Tiberium Grundlagen, Fluch oder Segen. Tiberium ist ein Rätsel, ein bemerkbarer Energiequelle. Jo. Das Spiel habe ich damals immer auf... Das ja, ich schäme mich auf meiner Xbox 360 haben, gespielt. Kann es mit dem Bau verschiedener Gebäude beginnen. Ich weiß. Aktualisiert. Dafür schäme ich mich jetzt auch eine Runde. Aber egal, weiter geht's. Da kommt schon mal das erste Baufahrzeug, den MBF. Initialisiere Video-Uplink. Commander, Sie brauchen mehr Truppen, um Nod aufzuhalten. Wählen Sie zunächst Ihren Bauhof oder das Gebäudemenü der Befehlsleiste und klicken Sie auf den Button Kaserne. Ja, ich kenne das doch, Schätzchen. Empfange Nachricht. So. Bevor Sie weitere Nordtruppen angreifen, brauchen Sie zusätzliche Infanteristen. Bauen Sie zunächst eine Kaserne, um dann in dieser Kaserne 3 Infanterietrupps auszubilden. Bau abgeschlossen. Geheimdienstdaten aktualisiert. Neue Bauoptionen. So. Nicht, dass ihr euch wundert, das ist so als Stecknadel, da werden dann die Truppen hingeschickt. In die Bauliste einer Kaserne oder anderer Produktionsgebäude aufnehmen. Haben Sie mehrere Gebäude eines Typs, erhöht sich die Zahl Ihrer Baulisten. Infanterietruppe bereit. Aktualisiert. Infanterietruppe. Wo ist denn? Bauen Sie eine Kaserne und 3 Infanterietruppen haben wir. Sichern Sie GI-Vorposten, indem Sie Nordverbände neutralisieren. Haben wir auch. Ziel erreicht. So. Infanterietrupp bereit! Infanterietrupp bereit! Für Kane! Nein! Ja, Sir! Commander, Ihre Energiereserven sind niedrig. Bauen Sie ein Kraftwerk, um die Energieversorgung sicherzustellen. Empfange Nachricht. Bauen Sie ein Kraftwerk, um die Energieversorgung sicherzustellen. Hat Ihre Basis zu wenig Energie, verlangsamt das Ihr Produktionstempo. Alles klar. Bis zur Fertigstellung können Sie einige Gebäude vom Netz nehmen, um Energie zu sparen. So sichern Sie den Betrieb der übrigen Gebäude. Möchten Sie ein Gebäude abschalten, klicken Sie zunächst auf den Blitzbutton am oberen Rand der Befehlsleiste und dann auf das Gebäude. Sie können nur Gebäude, die Strom verbrauchen, abschalten. Möglicherweise müssen Sie mehrere Gebäude abschalten. Sehr gut. Der grüne Energiebalken am linken Rand der Übersichtskarte zeigt an, dass Ihre Basis wieder genug Energie hat. Empfange Nachricht. Reparieren Sie den Gefechtsstand, um diese GDI-Basis vollständig zu reaktivieren. Wenn wir das mal tun. Wird den kleinen Knochen hier. Einsatzziel erreicht. Schlachtfeld erwartet. Oh. Halleluja. Commander, Nord scheint uns bemerkt zu haben. Sie wollen unsere Basis zerstören. Bauen Sie natürlich schnell einen Wachturm und platzieren Sie ihn über das Sekundärgebäudemenü. Infanterietrupp bereit. Das ist der Wachturm. Oh, jetzt kommen die Schwächen. Infanterietrupp bereit. Bau abgeschlossen. Unzureichende Mittel. Einheit wird angegriffen. Bonusziel erreicht. Ja, Sir. Treffpunkt bestätigt. Zurückziehen. Wir brauchen jeden Mann. So viel Geld haben wir nicht. Initialisiere Video-Uplink. Also gut, Commander. Gehen Sie mit Entschlossenheit vor und schalten Sie den Nordvorposten an der Brücke aus. Ich werde Verstärkung veranlassen. Positiv. Infanterietrupp bereit. Bewegung. Empfange Nachricht. Keine starken Nordverbände geortet. Schalten Sie diese Nordgebäude aus. Alles klar. Erstmal die Raketenwerfer. Raketentrupps sind eingetroffen. In der Kaserne können neue Einheiten ausgebildet werden. Und jetzt erstmal den Nordvorposten hier. Zerstören. Also nicht das. Siehst du, das kommt. Raketen fügen Gebäuden deutlich mehr Schaden zu als normale Infanteriegewehre. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ausbildung. Einsatzziel. Haltet die Waffen bereit. Neues Bonusziel. Cool. Raketentrupp einsatzbereit. Empfange Nachricht. Infanterietrupp. Weitere Analyse der Region erforderlich. Reparieren Sie die Brücke, dann können unsere Truppen über den Fluss. Alles klar. Und wieder ein Ziel. Nein. Aber erstmal.
zerstören wir mal deren Gebäude hier. Ingenieure haben zwei wichtige Aufgaben. Zum einen reparieren sie Gebäude und Brücken. Zum anderen können sie feindliche Strukturen und Technologiegebäude einnehmen, um diese für unsere Zwecke zu nutzen. Wählen Sie Ihren Ingenieur dazu aus und rechts klicken Sie danach auf das gewünschte Gebäude. Neues Bonus-Ziel. Treffpunkt bestätigt. Commander? Ingenieure sind keine Kampfeinheiten. Sie können sich nicht selbst verteidigen. Ihre Ausbildung erfolgt in Kasernen. In der Kaserne können neue Einheiten ausgebildet werden. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ausschwärmen! Einsatzziel erreicht. Schlachtfeld erweitert. Ah, cool, cool, cool. Ich muss den Turm einnehmen. Melden uns zum Dienst. Das gibt Kohle. Ja, 25. Verstanden. Ich hab, was ich brauche. Bodenunterstützung. Ach, nö, Jungs. Nicht nachlassen! Hier lang, Männer! Ihr Vollidioten. Ach, Mann. Raketentrupp kampfbereit. Schicken wir mal die Raketentrupps mit rein. Ich kümmere mich um alles. Haltet die Waffen bereit. Positiv. Neues Bonusziel. Wo das wahrscheinlich der größte Fehler war, den ich jetzt machen kann. Yasser, wir sind unterwegs. Yasser. Ein Held wird angegriffen. Ja, verstanden. Diese Notfahrzeuge machen Probleme, Commander. Ja, ja. Bauen Sie eine Landeplattform und Orcas. Sie sind hervorragend gegen Wohnfahrzeuge und Gebäude einzusetzen. Aber Orcas haben nur begrenzte Munition und kehren zur Landeplattform zurück, wenn sie ausgeht. Verstanden. Ja. Orca-Verstärkung trifft in Kürze ein. Sie brauchen eine Landeplattform. Ja, ja, ich brauche schon die Landeplattform. Mann. Einheit befördert. Einsatzziel erreicht. Neue Bauoptionen. Ausbildung. Na komm, komm schon. Alles auf? Ja. Empfangen wir sie. Die Zerstörung des Nordstützpunktes hat oberste Priorität. Ist mir klar. Jeder Landeplatz kann eine Flugeinheit aufnehmen. Eine Landeplattform besteht aus 4 Landeplätzen. Hat eine Lufteinheit keine Munition mehr, muss sie zur Landeplattform zurückkehren, um nicht abzustürzen. So. Da war noch ein paar. Ausbildung. Neues Bonusziel. Infanterietrupp bereit. Orca einsatzbereit. Infanterietrupp bereit. Ziel kommt schnell näher. Infanterietrupp bereit. Lad euch erstmal schnell wieder auf hier. Infanterietrupp bereit. Damit wir gleich angreifen können. Melden uns zum Dienst. Infanterietrupp bereit. So, die Infanterietruppen, die laufen und laufen. Infanterietrupp bereit. Systeme online. Infanterietrupp bereit. Jetzt erstmal die angreifen, damit wir die scheiß Panzer wegkriegen. Ziel kommt schnell näher. Raketentrupp einsatzbereit. Angriff läuft. Raketentrupp einsatzbereit. So. Einheit Yasser. Raketentrupp einsatzbereit. Hier lang, Männer. Raketentrupp einsatzbereit. Raketentrupp einsatzbereit. Da haben wieder ein paar vorne. Infanterietrupp bereit. Infanterietrupp bereit. Normalerweise würde ich nicht nur mit Infanterietruppen angreifen, sondern auch halt mit Panzern, aber es geht ja leider jetzt nicht anders. Dementsprechend müssen wir es ja so machen. Also heißt es immer viele, viele Truppen. Infanterietrupp bereit. Ziel erfasst. Infanterietrupp bereit. So, sie sind down. Infanterietrupp bereit. Ich glaube, das muss die Waffenfabrik sein. Also werden wir zuerst die Waffenfabrik zerstören. Orca bereit, Sir. Die werden neu bestückt. Sieht man hier an den kleinen Punkten. Kann alles drauf. Einheit wird angegriffen. Raketentrupp einsatzbereit. Melden uns zum Dienst. Betreten Kampfzone. Raketentrupp einsatzbereit. Treffpunkt bestätigt. So. Nähern uns dem Feind. Angriff! Wir greifen an! Raketentrupp. Komm, mach sie fertig. Betreten Kampfzone! So schwer sind die gar nicht. Raketentrupp einsatzbereit. Angriff. Und gleich nochmal hinterher mit den paar Raketen. Infanterietrupp, Bodenunterstützung. Vorrücken! Dass das Ding erstmal zerstört ist. Einheit wird so angegriffen. Ist gut. So ist gut, so ist gut, so ist gut. Zerstören Sie den Nordstützpunkt, bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Wir nähern uns dem Feind. Immer dranbleiben!
Piazza, wir halten die Stellung. Mal hier schön die auf die Dinger in der Mitte ziehen. Weil das sind dann die Hauptstücks, also die Angriff. Hauptverteiler. Das finde ich bei Not so ein bisschen kacke gemacht, warum spiele ich die meistens in dem Gefecht? Weil die ziemlich leicht zu zerstören sind. Na klar, man hat mit einem so ein Teil hat man halt drei Geschütze. Was man den normalen nicht hat. Und man sieht ja, wie die reinhauen. Nicht nachlassen! Kann alles drauf. Ziel kommt schnell näher. Ja, Sir! Positiv! Ausbildung. Infanterietrupp bereit. Wenn wir jetzt mal die schnell zerstören, ja? Infanterietrupp bereit. Ja, Sir. Gehen nach Hause zurück. Einheit wird angegriffen. Nein, erstmal. Infanterietrupp bereit. Mann, Mann, Mann. Das ist wieder alles so lahmarschig. Infanterietrupp bereit. Ah, okay, dann habe ich genug Geld. Ja, 1000. Reicht doch. Hocker bereit, Sir. Infanterietrupp bereit. Greifen an. Nein, 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 das angreifen. Bau, dann kann ich keine Panzer bauen, die Schweine. Infanterietrupp bereit. Nein, 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 zurück. Fuck! Zerstören Sie den Notstützpunkt, bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Ich gewähre Ihnen Zugriff auf die Steuerung der Ionenkanonen. Setzen Sie sie ein und vernichten Sie den Stützpunkt. Wird gebaut. Ionenkanonen-Kontrollknoten aktiv. Ionenkanone ist online. In Position über Ostküste. Feuern, wenn bereit. So. Haha! Ich liebe die Ionenkanone. Und tschüss. Einsatzziel erreicht. Initialisiere Video-Uplink. Gute Arbeit, Commander. Dankeschön. Haha, erste Mission gewonnen. Ich war jetzt auch nicht so schwer. Na klar, ist ein bisschen knifflig, weil man nicht weiß, was für Einheiten soll man machen. Aber wie gesagt, im zweiten Teil geht's weiter, wa? Ich freue mich auf euch. Ciao. Commander. Nod hat irgendwas vor und angesichts der Truppenstärke müssen wir uns auf eine Großoffensive einstellen. Ich habe bereits eine Sondersitzung für die D9 einberufen, aber zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Alle Direktoren sind auf der Philadelphia, diesem verdammten Energiegipfel, weiß das toll. Ich muss Sie unterbrechen, General. Aber es ist wichtig, es gab einen Angriff auf das Goddard Space Center in Maryland. Wir müssten gleich Videodaten empfangen. Oh nein. Ist Ihnen klar, was das bedeutet? Nod schaltete unser ganzes nordöstliches Verteidigungssystem aus. Das heißt, die gesamte Raketenabwehr. Die Philadelphia. Der Himmel steht uns bei. Okay, dann sage ich mal jetzt auf Wiedersehen, weil das hat anscheinend noch dazu gehört. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, wa? Euer Patte.